Über 1000 verschiedene Spiele. Klassiker wie Vier gewinnt, Looping Louis oder Halligalli am großen Tisch. Aber auch die beliebten Spiele des Jahres, darunter richtige Neulinge wie das diesjährige Camel Cup. Das haben die Organisatoren kurzerhand selbst ausprobiert. Die Spieletage sind in Gemeinschaftsarbeit mit der katholischen Jugendstelle, dem Kreisjugendring, dem Stadtjugendring und der evangelischen Jugend entstanden. Allesamt Landshuter Einrichtungen. Was die Organisatorin am Brett- und Kartenspiel so begeistert, liegt auf der Hand. Man sitzt sich gegenüber, man sitzt miteinander am Tisch, man spricht auch direkt miteinander, nicht durch ein Kastel, nicht in einen Monitor oder Bildschirm, das ist das Schöne. Man kann lachen miteinander, man kommt ins Gespräch miteinander. Man kriegt auch Gefühle mit, man kriegt Freude mit, man kriegt Ärger mit, also man sieht auch, wie es dem anderen geht dabei oder und kann dann auch darauf reagieren. Die beachtliche Zahl der Spiele kommt übrigens aus verschiedenen Stellen zusammen. Die evangelische Jugend und der Kreisjugendring steuern mehrere hundert bei. Viele sind Leihgabe der Deckendorfer Spieletage. Zusätzlich bekommen die Initiatoren von Verlagen verschiedene neue Spiele zur Verfügung gestellt. Die Landshuter Spieletage sind ein Rezept mit Erfolg. Über 1000 Besucher sind in den vergangenen Jahren im Haus der Begegnungen Altdorf ihrer Spiellust nachgekommen. Fehlen doch eigentlich nur noch ein paar Spieletipps der Profis. Also Hand aufs Herz, welches ist Ihr Lieblingsspiel? Was ich mal ganz gern gespielt habe, das war das Ubongo. Da gibt es verschiedene Arten. Das finde ich ganz nett und ich spiele halt noch Schafkopfen. Ein tolles Spiel, was bei uns in der evangelischen Jugend ganz oft gespielt wird, das ist Tack. Das ist ein kooperatives Spiel. Man spielt zu zweit immer gegen ein anderes Team zu zweit. Von der Grundidee ist es wie Mensch, ärgere dich nicht. Man muss Kugeln ins Häuschen bringen, aber es wird nicht gewürfelt, sondern mit Karten gespielt. Man kann sich gegenseitig ärgern und muss aber trotzdem zusammenhelfen, um als Team zu gewinnen. Also es ist ein ganz spannendes Spiel. Ich spiele ganz gern klassisch Siedler von Catan. Carcassonne spiele ich auch gern und Dominion. Also eher so ein bisschen historisch angehauchte Spiele. Ja. Strategiespiele eher nicht. Ich verlasse mich auf mein Glück. Eine klassische Spielekneipe gibt es derzeit in Landshut noch nicht. Aber wer trotzdem Lust auf diese schöne Freizeitbeschäftigung bekommen haben sollte, noch bis Sonntag gibt es in Altdorf die Möglichkeit, bei den Spieletagen reinzuschnuppern. Außerdem organisiert das evangelische Jugendwerk regelmäßig Spieletreffs, wo vor allem eines im Vordergrund steht: der Spaß am Spiel.